Mein Name ist Dagmar Fischer. Ich arbeite bei der Stadt Wuppertal im Bereich der Nachhaltigkeit und bin zuständig für die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Stadt Wuppertal. Ich begleite und koordiniere den großen Prozess, an dem viele Menschen beteiligt sind. Und jetzt sind wir gerade mittendrin in den Workshops und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt, denn es gibt viele engagierte und begeisterte Bürgerinnen und Bürger, die von uns auch erwarten, dass wir tätig werden. Wuppertal entwickelt aktuell eine Nachhaltigkeitsstrategie, welche in einem sehr ausgiebigen partizipativen Prozess auch die Bürgerbeteiligung zum Schwerpunkt gemacht hat. Uns war es wichtig, bei der Nachhaltigkeitsstrategie möglichst viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler mitzunehmen. Die Stadt soll nachhaltig werden, das ist das große Ziel. Wenn wir uns ein Wuppertal erträumen könnten, das besonders nachhaltig ist, wie soll das sein? Daraus haben wir Ziele formuliert, das sind unsere Zielvorstellungen. Heute, das sehen Sie hinter mir, geht es um die Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, wie kommen wir dahin? Wie können wir unsere Wünsche, unsere Ziele realisieren? Welche Maßnahmen müssen wir gemeinsam angehen? Wir versuchen alle gemeinsam zusammenzukommen und die besten Maßnahmen zu entwickeln. Und in einem dritten Schritt, der nächstes Jahr stattfinden wird, 2023, geht es dann darum, wie können wir jetzt diese Maßnahmen vom Papier auf die Straße bringen? Wie können Bürgerinnen, Politik, Verwaltung zusammenarbeiten und ganz unkompliziert und möglichst schnell und zielführend ein nachhaltiges Portal für die Enkel- und Enkelinnen-Generation ermöglichen? Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe, die nur bewältigt werden kann, wenn viele, viele Menschen mitwirken. Viele, viele Anregungen und Ideen aus der Bürgerbeteiligung fließen unmittelbar in die Ziele und Maßnahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie ein. Und ich möchte Sie bitten und mitnehmen, dass Sie weiter diesen Weg begleiten, sodass wir alle gemeinsam es schaffen, Wuppertal nachhaltig zu machen.